Willkommen zu einem kleinen Video von mir. Und zwar möchte ich euch jetzt, ja, nachdem das erste Halbjahr 2021 schon um ist, einfach eine kleine Übersicht geben über meine Challenges, wie das bisher so lief und ob ich da noch irgendwie im Zeitplan bin. Ja, also wer das Book Journal Update gesehen hat, der wird wahrscheinlich schon so einiges wissen. Das nehme ich ja auch wieder zu Hilfe, ich spicke da immer ab und zu rein. Also mein generelles Leseziel von, ich sag mal, grob 100 Büchern dieses Jahr sieht momentan sehr gut aus. Ich habe bei Goodreads zwar auch nur 90 Bücher eingestellt, aber jetzt in den ersten 6 Monaten habe ich 54 Bücher gelesen. Ich bin also über der Hälfte. Und ja, damit sieht es ganz gut aus, dass ich vielleicht auch die 100 schaffen werde. Ich weiß es halt nicht so genau. Ich kann das halt momentan sehr schlecht abschätzen, wie viel Zeit zum Lesen ich demnächst haben werde. Deswegen setze ich mir die Grenze auch nicht so. Ich habe zwar auch schon 130 Bücher im Jahr gelesen, aber ja, und da mache ich mir jetzt nicht so viel Stress. So, dann kommen wir zu der Challenge, die ich eigentlich, ja, jetzt glaube ich mittlerweile schon seit 3 Jahren mache. Und zwar wäre das die 21 für 2021 Challenge. Auch das sieht gut aus. Da war ich bei 10 von 21 Büchern, die ich gelesen hatte. Und darunter fielen Spin the Dawn, also ein Kleid aus Seide und Sternen, heißt das glaube ich auf Deutsch. Ich kann mir diesen Titel einfach nicht merken. Offline ist es nass, wenn es regnet, habe ich gelesen. Die Beschenkte, da habe ich sogar die ganze Trilogie mittlerweile. Herz aus Gold und Asche, das war halt ein Einzelband. Waterfire Saga Band 1, auch da bin ich jetzt beim vierten Band der Reihe. Die Wahrheit über den Fall Harry Cabot habe ich gelesen. Fand ich auch gar nicht schlecht, ist aber hier auch schon wieder aussortiert. Erebos, den ersten Band, habe ich gelesen. Beziehungsweise, das war jetzt ein kleiner Spoiler, das ist eigentlich jetzt erst im Juli. Ups. Also hier könnt ihr mal die gelesenen Bücher des Monats lesen, sehen. Genau. Am Ende sterben wir sowieso von Adam Savage habe ich gelesen. Ferris, das ist der Zusatzband zu den 100 Chroniken, habe ich gelesen. Noch eine absolute Suppleiche. Winger, das war eins Königskinderbücher. Das war ein 5-Sterne-Buch, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Übrigens auch wie Offline ist das, wenn es regnet. Und The Seven Husbands of Evelyn Hugo, das hatte ich ganz am Anfang des Jahres gelesen. Fand ich sehr, sehr gut. Ich habe auch schon den nächsten Band der Autorin hier. Also ich habe bislang auch nichts anderes mit ihr gelesen. Der wäre als nächstes dran, also Daisy Johnson 6. Den gibt es übrigens auch auf Deutsch. Evelyn Hugo gab es, glaube ich, nicht auf Deutsch. Korrigiert mich gerne, wenn ich das falsch mache. Ja, also so gesehen, alles gut. Also wie gesagt, Erebos war ups, eigentlich schon von Juli. Aber diesen Monat läuft gut mit der Challenge. So, dann die Reihen, die ich dieses Jahr beenden möchte. Da habe ich ja einen Meilenstein erreicht, und zwar habe ich die School of Glass-Reihe beendet. Also ich habe von den 7 Büchern 6 gelesen dieses Jahr. Da waren 4 Rereads bei. Den Zusatzgeschichtenband habe ich nicht nochmal gelesen. Den habe ich auch, das ist glaube ich auch erst 2 Jahre her, dass ich den gelesen habe. Also den brauche ich jetzt nicht nochmal rereaden. Ja, ansonsten habe ich die ersten 4 Bände nochmal gelesen und dann die letzten 3. The Life of Traders, die Trilogie von Robin Hobb, habe ich beendet. Ich würde auch gerne die dritte Trilogie dieses Jahr anfangen. Also aus der ganzen Weizsäcker-Saga. The Archive habe ich beendet, also The Unbound. Da fehlt mir ja noch ein Band, ist eine Trilogie von Victoria Schwab. Ja, so ein paar Reihen habe ich tatsächlich dann aber auch nicht weiter, bislang nicht weiter, also The Raven Cycle. Den wollte ich ja dieses Jahr auf jeden Fall beenden. gucken, wie das so wird. Silviners, auch noch nicht. Die Sturmkönige, auch noch nicht. No Return, da fehlt mir auch noch ein Band, aber auch noch nicht. Ist ein bisschen traurig. Dafür habe ich an Reihen beendet, die ich dieses Jahr auch angefangen habe. The Blood of Stars, das ist übrigens der Name der Reihe von Spin the Dawn und Unravel the Dusk. habe ich halt bei Goodreads gefunden. Die Reihe habe ich beendet, ist auch eine Trilogie. Die 7 Königreiche Reihe, damit davon war der erste Band Die Beschenkte von Christine Cashaw, glaube ich, habe ich beendet. 3 Bände.
Waterfire Saga noch nicht. Also da habe ich drei Bände gelesen von vieren, aber ich lese gerade den vierten Band. Vielleicht beende ich den heute auch noch. Die Reihe auf jeden Fall auch beendet. Und Isara, die Reihe würde ich gerne auch dieses Jahr beenden. Da habe ich den ersten Band gereadet. Auch ein Spoiler für Juli. Ja, also gut, das überlappt sich jetzt schon ein bisschen mit Juli, aber ja, ich bin dran, ich bin dran. Ja, dann habe ich noch als große Challenge natürlich meine Sub-Challenge, wo ich halt die Neuzugänge-Videos aus dem Jahr 2018 mir anschaue und dann jeden Monat mindestens die Hälfte der Bücher, die noch auf meinen Sub liegen, lese bzw. versuche. Und bislang hat es eigentlich auch sehr gut geklappt, weil ich meistens nur ein Buch hatte. Tatsächlich ist der Juni der einzige Monat, wo ich zwei Bücher gehabt hätte und wovon ich eins nicht gelesen habe. Was allerdings mehr daran lag, dass das Thema mir zu der Zeit einfach nicht zugesagt hat. Es geht nämlich um mehr als das. Da geht es auch irgendwie um, weiß ich auch nicht, Leben nach dem Tod oder was weiß ich. Ja, ich weiß halt nicht, wie das Buch ist, aber allein das Thema schreckt mich schon ab. Soll aber halt gut sein. Ja, im Juli habe ich auch zwei Bücher aus dieser Challenge, aber da habe ich schon eins von gelesen. Also, das sieht gut aus. Ja, ansonsten habe ich halt bis dann jedes Buch, was auf meiner Liste stand, aus den Monaten auch gelesen. Ja, so viel dazu. Dann habe ich meine Klassiker-Challenge. Also, ich hatte mir ja vorgenommen, fünf Klassiker dieses Jahr zu lesen, die sich auch auf meinem Poster 99 Bücher, die man gelesen haben muss, befindet. Ja, da sind halt auch nicht alle Klassiker drauf der Welt, aber und auch nicht alle, die ich lesen möchte, aber doch einige. Und die Challenge läuft eigentlich sehr gut. Also ich hatte ja schon nach 3 Monaten, als ich ein Update gemacht hatte, ich ja schon zwei Bücher gelesen. Einmal das Dschungelbuch und einmal die Schatzinsel. Beziehungsweise habt ihr als Hörbücher gehört, das war auf jeden Fall sehr gut. Mittlerweile habe ich noch Der alte Mann und das Meer als Hörbuch gehört. Das ist auch ein sehr kurzes Buch von Ernest Hemingway. Und habe jetzt tatsächlich aber auch erst im Juli beendet The Great Gatsby. Das habe ich als englisches E-Book gelesen. War auf jeden Fall gar nicht schlecht. Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich damit den Englisch vielleicht nicht so gut klarkomme. Aber es ging eigentlich. Also, ja. Ich meine, gut, ich werde da jetzt wahrscheinlich keine tiefschürfende Literaturanalyse zu schreiben können, aber ich für mein Verständnis habe ich, glaube ich, alles Wichtige verstanden und fand das auch ganz unterhaltsam. Ja, also wenn ihr irgendwie so einen Klassiker lesen möchtet, der vielleicht nicht ganz so tiefschürfend ist, sondern auch einfach, ja, da ging es halt so ein bisschen um die High Society 1917, 18, keine Ahnung, um den Dreh in New York und die, ja, wie soll ich das denn jetzt sagen? Irrungen und Wirrungen in der Protagonisten. Ja, war auf jeden Fall recht unterhaltsam. Kann ich weiterempfehlen. Also so gesehen, also vier Bücher hätte ich tatsächlich schon von fünf, also fehlt mir nur noch eins. Ja, also läuft. Ich meine, ich könnte mir ja auch mal was Dickeres rausholen. Das waren jetzt echt nicht die dicksten Bücher, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich habe da echt noch so ein paar auf meiner Liste, unter anderem natürlich auch 1984. Ich weiß gar nicht, wie oft ich von diesem Buch schon gesprochen habe. Ich schaffe es noch. Irgendwann schaffe ich es noch. Ja, die sieht gut aus, die Challenge. Dann noch zu meinen 5-Sterne-Vorhersagen. Da hatte ich, glaube ich, 6 Bücher auf der Liste für dieses Jahr. Also vom letzten Jahr habe ich ja die 5-Sterne-Vorhersagen gar nicht alle geschafft zu lesen. Habe ich auch immer noch nicht. Genau, also von den Büchern, die ich also die auf dieser Vorhersagenliste standen, hatte ich gelesen The Invisible Life of Addie LaRue. Das hat leider tatsächlich nur 4 Sterne von mir gekriegt. The Last Hour von Cassandra Clare Band 1 hat
auch nur 4 Sterne von mir gekriegt. The Lightship Traders Band 3 hat 5 Sterne von mir bekommen. Das war also eine korrekte Vorhersage. Keine Ahnung. Und auch Offline ist es nass, wenn es regnet, hat 5 Sterne von mir bekommen. Was da jetzt noch fehlt, sind Vengeful, das ist der zweite Band zu Vicious, und Starsight, das ist auch der zweite Band zu Skyward von Brandon Sanderson. Wobei Skyward habe ich jetzt so ein bisschen nach hinten geschoben, beziehungsweise Skyward, Quatsch, Starsight, weil ich dachte, das wäre ursprünglich eine Trilogie und der dritte Band kommt dieses Jahr raus. Der dritte Band kommt auch Ende dieses Jahres raus, aber es wird tatsächlich eine vierbändige Reihe. Und der vierte Band kommt in, weiß nicht, 2 Jahren oder so. Dauert auf jeden Fall noch ewig. Deswegen würde ich die Reihe erstmal schieben und dann wahrscheinlich den ersten Band rereaden und dann alle 4 Bände lesen. Also das werde ich wahrscheinlich den zweiten Band nicht mehr dieses Jahr lesen. Vengeful würde ich auf jeden Fall gerne noch dieses Jahr lesen, weil der erste ist mir noch relativ präsent. Den hatte ich ja im Dezember letzten Jahres gelesen. Das ist schon wieder alles ewig her. Ja, und das ist, naja, also abgeschlossen ist die Reihe, glaube ich, auch nicht. Also ich habe da auch was munkeln gehört, dass da irgendwie noch was kommen soll. Aber ich würde jetzt erstmal den zweiten Band lesen und dann habe ich die ersten mal abgehakt und dann, wenn da noch was kommt, keine Ahnung, was ich da mache. Sehe ich dann. Ja. Ja, das, was habe ich sonst noch gehabt? Achso, Autoren, die ich dieses Jahr entdecken wollte, da gab es nichts Neues. Zumindest nicht von dem, die ich lesen wollte. Ich habe zwar neue Autoren gelesen, aber nicht die. Ja, und das war es so an Updates zu meinen Challenges. Und dann könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben, wie es bei euch so läuft. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.